Hallo, grüß dich. Mit diesem Film möchte ich eine Frage beantworten, die mir online gestellt worden ist. Und diese Frage lautet: Mein Welpe bleibt stehen und guckt so, wenn jemand vorbeikommt. Wie kann man das abtrainieren? Antwort in diesem Film. Viel Spaß dabei! Erstens einen wichtigen Satz im Training. Die Lernziele entscheiden wir Menschen, Hundehalter. Die Lerngeschwindigkeit bestimmt den Hund. Du hast ein Welpe, also aufgeschrieben. Der hat gerade einen irrsinnigen Umzug hinter sich. Andere Gerüche, andere Menschen, vielleicht anderes Futter, andere Gewohnheiten, andere Zeiten, andere Nachbar und. Es ist eine riesige Umstellung und ein Welpe braucht Zeit, um alles zu verarbeiten. Du kannst froh sein, dass er nicht ängstlich ist. Der setzt sich hin, der ist neugierig, der guckt zu. Das würde ich auf alle Fälle zulassen. Was du machen kannst, damit er sich wohl dabei fühlt und immer sicherer wird und durch diese Sicherheit später weiterlaufen wird, sobald er Kontakt zu dir aufnimmt, ohne dass du ihm rufst, kannst du ihm dafür belohnen. Das heißt, die Kontaktaufnahme zu dir wird versteckt, belohnt, positive Verstärkung. Ruf ihn dabei nicht. Du gehst mit ihm spazieren, da kommt jemand vorbei, dein Hund setzt sich hin und guckt derjenige, der euch entgegenkommt oder parallel oder irgendwo anders ist. Es ist vollkommen in Ordnung. Lass ihm die Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Er muss alles verarbeiten. Er muss sehen, von dieser eine Person ist keine Gefahr. Entweder reelle Gefahr oder imaginäre Gefahr. Und sobald er sich in Ruhe umdreht und zu dir anschaut, kannst du sagen, super, gut, und ihm dafür belohnen, dass er dich angeschaut hat. So lernt dein Hund gleichzeitig immer wieder Kontakt zu dir aufnehmen. Der lernt, wenn ich meinen neuen Besitzer, meinen Hundehalter, meinen Chef, meinen Papa, meine Mama, keine Ahnung, wie du dich nennen willst, sobald er Kontakt zu dir aufnimmt, passiert etwas Gutes. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache für später. Was du nicht machen darfst, an der Leine ziehen, rücken und so weiter. Falls es in Strömen regnen solltest, falls du es eilig haben solltest oder ähnliches, nimm ihn auf den Arm. Aber arbeite bitte ohne Leinendruck. Einen wichtigen Hinweis auch, wenn du spazieren gehst mit einem Welpen. Aus vielen Gründen, die ich gleich erläutern werde, gibt es bei mir eine strikte Regel. Ein Spaziergang dauert circa 1 bis Maximum 1,5 Minuten pro Lebenswoche deines Hundes. Und das gilt bis zum 3., 4., 5. Monat. Ganz, ganz langsam wird die Spaziergangzeit ein bisschen verlängert. Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist ein physischer Grund. Die Knochen sind noch nicht fertig aufgebaut. Am Ende der Knochen ist die sogenannte Epiphyse, das ist Knorpel. Und dieses Knorpel verwandelt sich im Knochen. Und erst dann wird das immer stabiler. Das ist wichtig für die Gelenke. Also 1 bis 1,5 Minuten pro Lebenswoche. Ein Nebeneffekt von dieser Spazierzeit ist, dass ein Hund durch die Außeneindrücke nicht überfordert wird. Menschen, die dir entgegenkommen, Pferde, Hunde, Katzen oder ähnliches. Es ist eine Regel, die ist sehr, sehr sinnvoll und hat alle meine Hunde bzw. alle meine Kunden bis jetzt sehr, sehr gut geholfen. Und das kannst du ein paar Mal am Tag machen, 3, 4, 5, 6 Mal. Grundsätzlich nur an der Leine. Wenn du mit deinem Hund draußen spielst, ist das anders. Die Bewegung ist nicht so antönig wie beim Laufen, da gibt es mehr Abwechslung. Aber trotzdem würde ich ja darauf achten, dass ein Hund nicht überfordert wird. Ist genau das Gleiche. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Ich weiß nicht, das ist genau das Gleiche wie mit kleinen Kindern. Irgendwann gibt es einen Reizpunkt, der überschritten wird und kleine Kinder sagen, nee, ich bin nicht müde und die sind kurz vor dem Einschlafen. Das Gleiche wird nicht mit einem Hund passieren, aber sowas Ähnliches. Wenn du diesen Reizpunkt überschritten hast, kann das sein, dass er schlechte Laune hat, dass er später schlechte Einschläfe oder Ähnliches. Also wirklich 1 bis 1,5 Minuten pro Lebenswoche. Falls dir diesen Video geholfen hast, einfach Gefällt mir Button klicken. Falls es dir nicht ausreicht, nächste genaue Frage in den Kommentaren schreiben. Ich werde es auch beantworten. Und falls dir oder euch dieses Video gefallen hat, einfach Kanal abonnieren. Tschüss und viel Spaß mit deinem Welpe. Bis dann. Ciao.